Herzlich willkommen bei Grobi TV, unserem YouTube-Kanal. Den iCord HD Plus, das ist ein Gerät, wo in den letzten Monaten viel darüber diskutiert wurde. Gerade im Vorfeld, als das Thema HD Plus so ankam, da wurde ja doch einiges befürchtet, was denn da in Zukunft alles nicht mehr geht, wenn ich eine Sendung aufnehmen möchte. Jetzt ist es ja nicht ganz so schlimm geworden. Im Moment geht weiterhin die Vorspulfunktion von sogenannten HD Plus Aufnahmen nicht. Aber das war es auch schon. Die Firma Humax hat den iCord HD Plus so einigen Software-Updates verpasst, die waren auch teilweise bitter nötig, damit die Stabilität des Gerätes einfach verbessert wurde. Und man hat unter anderem auch das sogenannte TV-Portal optisch massiv überarbeitet. Hier sind also nun einige neue Anbieter entsprechend aufgelistet. Das Ganze ist attraktiver geworden, so vom Look her. YouTube geht momentan mal wieder nicht, leider Gottes. Aber so der Rest ist schon sehr funktionsfähig. Und ganz interessant, Maxdome, kann ich mal aus eigener privater Erfahrung berichten, funktioniert auch sehr gut. Wenn es also mal wieder so richtig schneit und man hat keine Lust mehr in die Videothek zu fahren, dann habe ich hier die Möglichkeit, bei Maxdome meinen Lieblingsfilm direkt mir anzuschauen. Den kann ich nämlich, man sagt dazu, streamen. Das heißt, mit der entsprechenden Internetverbindung, sollte so eine 6er, 8er Verbindung sein. Dann kann ich also hier schön aus meinem aktuellen Filmarchiv zu meinen Film auswählen und dann entsprechend anschauen. Warum wir aber den iCord HD Plus hier nochmal zeigen, ist darin begründet, dass wir hier entsprechend mal auf den neuen kleinen Bruder hinweisen wollen. Und zwar ist das der Humax HD Fox Plus. Und was es mit diesem Gerät auf sich hat, zeigen wir mal in unserem Nachbarstudio, denn da steht der. Der neue SAT-Receiver von Humax, der HD Fox Plus, ist ein SAT-Receiver mit der entsprechenden HD Plus Funktionalität. Das heißt, die Karte ist schon direkt im Lieferumfang dabei. Ich kann somit meine ganzen privaten HD Plus verschlüsselten Sender mit empfangen. Ich habe die Möglichkeit, über die entsprechende USB-Schnittstelle eine externe USB-Festplatte anzuschließen. Somit kann ich auch aufzeichnen. Was macht das Gerät so besonders? Er hat einen Netzwerkanschluss. Und jetzt kommen wir zu der Situation, dass wir im Wohnzimmer ein iCord HD Plus haben, also das Gerät, was ich gerade vorher gezeigt habe. Das ist dann mein Hauptsat-Receiver, wo alle meine Sendungen aufgezeichnet werden. Aber es gibt sicherlich schon mal die eine oder andere Situation, wo man ein bisschen früher müde wird und man möchte gerne vielleicht den aufgenommenen Film im Schlafzimmer beispielsweise weitergucken. Und somit habe ich jetzt die Möglichkeit, wenn ich im Schlafzimmer diesen HD Fox Plus installiere, über das Netzwerkkabel auf die Daten des iCord HD Plus zuzugreifen, also auf die Daten des Muttergerätes, würde ich es mal bezeichnen. Wie das funktioniert, zeigen wir jetzt am besten mal in einem simplen Beispiel. Ich habe also hier eine Fernbedienung, die kenne ich schon vom HD Plus. Und diese Fernbedienung hat eben die Taste Media, die drücke ich nun mal. Und wenn ich die Taste Media drücke, wird automatisch direkt schon mal meine Verbindung entweder auf die USB-Platte oder wie hier direkt in mein Netzwerk angebunden und auch gestartet. Und hier habe ich nun mal hier mein iCord HD Plus. Und hier möchte ich also auf die Sendungen, die wir aufgezeichnet haben, zugreifen. Da sehe ich jetzt meine entsprechenden Inhalte, die sind sortiert nach Video, Foto oder Musik. Und wie das Ganze jetzt im Detail funktioniert, zeigen wir jetzt im nächsten Step. Ja, ich möchte jetzt also im nächsten Step möchte ich meine aufgezeichneten Videos sehen, die ich also unten im Wohnzimmer auf meinem iCord HD Plus aufgenommen habe. Jetzt sind wir noch in der Übersicht für Musik. Das müssen wir jetzt ändern. Dafür gehen wir dann auf die gelbe Taste. Dann ändern wir die Medienauswahl. Wir gehen also auf Video. Dann wird nochmal neu das System durchgecheckt. Alle Geräte werden mir angezeigt, die wir hier im Netz haben. Und jetzt gehe ich in dem Fall mal auf meinen iCord HD Plus. Dort wird mir angezeigt der Ordner Inhalt, Contents. Hier gehen wir wiederum auf Video. Und jetzt haben wir entsprechend all die aufgezeichneten Sendungen in der Übersicht. So, jetzt kann ich also diese Sendung hier direkt aufrufen. Und wenn die Verbindung sauber läuft, das heißt also in dem Fall haben wir natürlich alles vom Netzwerkkabel mit Kabeln auch verbunden und nicht über WLAN, dann haben wir die bestmögliche Übertragungsrate und auch die stabilste, dann läuft das Ganze hier entsprechend auf der großen Leinwand sogar noch oder eben natürlich am Fernseher. Was erstaunlich ist bei der Auswahl der Sendungen, ich habe leider keine HD-Plus-Sendung in der Auswahl, obwohl sie unten aufgenommen worden sind und obwohl mein HD Fox Plus ja eine HD-Plus-Karte hat. Wir haben das mal nachgefragt und mussten dann wirklich feststellen, diese HD-Plus-Sendungen lassen sich leider nicht streamen. Das ist eigentlich sehr unverständlich, denn schließlich habe ich ja jetzt zwei Geräte, die HD-Plus-zertifiziert sind. Beide Geräte haben eine Karte, aber das System lässt es nicht zu, dass ich diese HD-Plus-aufgenommenen Sendungen oben in meinem Schlafzimmer über ein HD-Plus-Gerät gucken kann. Nicht nachvollziehbar, vielleicht ändert sich da jetzt noch irgendwie, was ist das ja möglich, über Software-Updates das doch freizuschalten. So kann ich also jetzt erstmal auswählen, meine ganzen aufgenommenen freien Sendungen, aber auch die Sky-Sendung. Wenn ich ein legales Abo habe mit einer S02-Karte, dazu ein AlphaCrypt-Modul, dann werden diese Sendungen ja auch entschlüsselt abgelegt auf der Festplatte und dann sind die auch hier zur Auswahl und ich kann die Sendung dann eben auch oben im Schlafzimmer weiterschauen. Was natürlich alles geht, ist Vorlauf, Rücklauf, Pausetaste, all diese Funktionen sind soweit gegeben.
Was auch funktioniert, ist auch ganz interessant. Ich kann darüber hinaus aber auch noch entsprechend Sendungen mir anschauen, die beispielsweise auf einem entsprechenden anderen Server abgelegt sind. Hier sehen wir das beispielsweise mal. Hier habe ich Sendungen oder Filme abgelegt auf einer externen Festplatte. Der Humax iCord HD Fox Plus unterstützt doch relativ viele Formate. Genaue Formatauswahl zeigen wir bei uns auf der Homepage. Das wäre jetzt zu viel, die alle einzeln aufzulisten. Aber er eignet sich auch wirklich als Media Player für Sendungen oder für überhaupt Aufnahmen, Bilder, Musik, die entsprechend vielleicht auf einer externen Festplatte abgelegt sind oder die ich vielleicht auch entsprechend auf meinem Rechner abgelegt habe. Also das ist schon eine ganz interessante Geschichte. Ich bekomme also einen vollwertigen SAT-Empfänger mit all seiner Funktion, wie ich es von Humax gut gewöhnt bin und habe darüber hinaus noch gewisse Streaming-Möglichkeiten, Filme also zu sehen, die wir irgendwo separat extern zentral gespeichert haben. Der Preis ist auch, wie ich finde, eine faire Geschichte. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben zu dem ganzen Thema, werden wir Sie gerne informieren. Die ganzen Sachen sind ja hier aufgebaut. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann.